Anglikaner. Ein Anglikaner ist ein Anhänger der anglikanischen Kirche. Anglikaner haben einen bestimmten Glauben. Die Anglikaner gehören zu den evangelischen, auch Protestanten genannt. Und es gibt viele Tochterkirchen, die zur anglikanischen Gemeinschaft gehören. Anglikaner war in vorreformatorischer Zeit der Ausdruck der nationalkirchlichen Bestrebungen in England. So wie es den Gallikanismus in Frankreich gab, gab es auch den Anglikanismus in England. Dort wurde aber eine größere landeskirchliche Autonomie zum Ziel erklärt, nicht die Loslösung von Rom. Die anglikanische Kirche wurde begründet letztlich im Jahr 1534. Es gab einen König von England, nämlich König Heinrich VIII. Und dieser wollte sich scheiden lassen, beziehungsweise forderte Papst Clemens VII. Auf, seine Ehe für nichtig zu erklären. Und daraufhin beschloss der König und die englischen Bischöfe, die Autorität des Papstes im Königreich England nicht länger anzuerkennen. Und so erklärten sie am 11. Februar 1531, dass nun der König ihr Oberhaupt sei. Und damit wurde die englische Reformation ausgelöst. Eine ganze Weile gab es bei den Anglikanern keine Änderungen im liturgischen Leben. Es wurde aber immer mehr die englische statt die lateinische Sprache gebraucht. Es gab anschließend weitere Reformen, die eingeleitet wurden. Es entstand das erste Book of Prayer, der Nachfolger Heinrichs, oder einige Nachfolger von Heinrich entwickelten so die anglikanische Kirche immer weiter, so dass die anglikanische Kirche immer unabhängiger wurde. Im 19. Jahrhundert wurde der Einfluss der Puritaner bei den Anglikanern immer größer und im 20. Jahrhundert sind die Anglikaner ausgedehnt bis nach Afrika, teilweise nach Indien, in Amerika, Kanada, Australien, sind die Anglikaner stark, weil eben dort die Engländer Kolonien hatten.